Peronius heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Ich ziehe Sie live nackt aus. Tony Rosado. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen gegen Tony Rosado ein, weil er eine Frau dazu angestiftet hat, sich bei einem seiner Konzerte auszuziehen. Die gemeinsame Provinzstaatsanwaltschaft von Masoko leitete Ermittlungen gegen den Kumbia-Sänger Victor Agustin Rosado Adan Nag, bekannt als Tony Rosado und die Verantwortlichen für das Verbrechen der Aggression gegen Frauen, Berührungen und sexuell konnotierte Handlungen ohne Zustimmung zum Nachteil eines Teilnehmers ein bei einem seiner Konzerte. Ebenso wies die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass sich die Ereignisse in den frühen Morgenstunden des 18. Oktober während einer Musikveranstaltung im Bezirk in Ambari-Tembopata ereigneten. Das Ministerium für Frauen und Schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen, MIMP, lehnte den Einsatz von Frauen als Sexualobjekte für die Werbung für öffentliche Veranstaltungen ab, weil sie ihre Würde verletzen. Bekanntlich ereignete sich diese ungeheuerliche Situation am 17. Oktober, als die Cumbia-Sängerin mitten in einem Konzert im Club El Bosque in Puerto Maldonado, das zur Region Madre-Dios gehört, einer Frau sämtliche Kleider auszog. Warum? Was passiert? Berichten zufolge handelte es sich dabei um eine von den Animateuren der Veranstaltung ins Leben gerufene Herausforderung, die dem Publikum anbot, im Tausch gegen eine Kiste Bier ein intimes Kleidungsstück auszuziehen. In dem Video, das in den sozialen Netzwerken viral ging, ist zu sehen, wie er den Körper berührt junge Frau. Die Ministerin für Frauen und schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen, Nancy Tolentino, hatte angekündigt, dass rechtliche Schritte gegen den Sänger eingeleitet würden, weil er die Frau in einer seiner Shows dazu angestiftet hatte, sich auszuziehen und sie in ein Sexualobjekt zu verwandeln. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.